Nachfolgend hören Sie ein Programm von Radio Channel 292, produziert von unserem externen Sendepartner. Die Ausstrahlung erfolgt im Rahmen und unter Verantwortung von Radio Channel 292. Die nun folgende Sendestunde wurde im Goldrausch 6070 Studio in Bad Salzuflen produziert. Ausgestrahlt wird die Sendung auf 6070 kHz im 49 Meter Europaband über den Sender von Channel 292 in der Nähe von Ingolstadt in Süddeutschland. Empfangsberichte, Fragen und sonstige Anregungen schickt bitte direkt an die folgende E-Mail-Adresse: goldrausch6070@yahoo.de. Und jetzt wünsche ich einen guten Empfang und viel Spaß mit einer Stunde Diamonds, Hits und Oldies. Diamonds. Wir spielen die beste Musik. Und die aktuellen Hits kommen natürlich aus den Charts und die Oldies heute aus Jahren mit der Endziffer 6, zum Beispiel aus dem Jahre 2006. Das war Rihanna mit SOS und als sie mit diesem Song im Jahre 2006 in den Charts stand, da war sie mal gerade 18 Jahre alt und ja, nachträglich herzlichen Glückwunsch, im Februar dieses Jahres, da ist sie 30 geworden. Ja, die Zeit vergeht leider wie im Fluge, aber Gott sei Dank sind wir ja alle 12 Jahre älter geworden seit dem Jahre 2006. Und die nächste Stunde wird uns sicherlich alle eine Stunde älter machen, aber ich denke mal, es wird nicht langweilig. Sie wird wie im Fluge vergehen, denn es gibt nicht nur Oldies aus Jahren mit der Endziffer 6, sondern wir schauen auch in die Charts. Wir, das seid ihr, die Hörerinnen und Hörer von Diamonds, und das bin ich. Mein Name ist Eckart Hannibal Heuermann. Hallo allerseits, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn Lost Frequencies jetzt ein wenig nach James Blunt klingt, dann ist das kein Zufall, denn hier sind sie beide. Hey Melody. Das war eine Sendestunde des deutschsprachigen Programms von Radio Nordsee International. Das ganze Programm von Radio Nordsee International könnt ihr über unsere Internet-Streams empfangen. Und die könnt ihr einschalten bei uns auf der Homepage www.radio-nordsee.de. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen, diese Kurzwellenausstrahlung betreffend, benutzt bitte die folgende E-Mail-Adresse: goldrausch6070@yahoo.de. Nachfolgend hören Sie ein Programm von Radio Channel 292, produziert von unserem externen Sendepartner. Die Ausstrahlung folgt im Rahmen und unter Verantwortung von Radio Channel 292. Das folgende Programm ist in englischer und spanischer Sprache. From the Isle of Music on channel 292, 6070 kHz on the shortwave bands. I'm Bill Tolford, and the purpose of this program is to present all of the styles and genres of music recorded in Cuba and occasionally by Cubans abroad. From time to time, we'll also have special guests. Bienvenido from the Isle of Music, channel 292, 6070 kHz in Onda Corta. Soy Bill Tolford, y el
propósito del programa es proponer todos los estilos y géneros grabados en Cuba y a veces por cubanos en el exterior. De vez en cuando tenemos invitados especiales también. Para volver. This has been a Tilford Productions presentation with special thanks to the Instituto Cubano de la Música and the Centro Nacional de Música Popular for their friendship and assistance. Mil gracias al Instituto Cubano de la Música y al Centro Nacional de Música Popular for su amistad y su ayuda. Stay tuned for Uncle Bill's Melting Pot on Channel 292. Questa è IBC, Italian Broadcasting Corporation. Trasmettiamo in lingua italiana ogni mercoledì dalle 21 alle 22 ora legale su 6070 kHz ed ogni sabato dalle 15 alle 16 ora legale su 6070 kHz. Per scriverci ibc@europe.com, la nostra casella postale elettronica. Visitate il nostro sito ibcradio.webs.com. Benvenuti all'appuntamento odierno con IBC, Italian Broadcasting Corporation. Quest'oggi tantissime rubriche nel nostro contenitore, a partire da un corposissimo panorama onde corte. Ascolteremo anche la musica con Maurizio Melita, ascolteremo Gabriele con 4.25 di X News, Roberto Scaglione con Media in Tech, ci ritroveremo con di X Flash, ma soprattutto ascolteremo le nuove domande del nostro concorso che, come sapete, ci porterà a festeggiare nella prima settimana del mese di luglio il nostro 39esimo anniversario dalla prima trasmissione avvenuta il 3 luglio 1979, ma dovremo proclamare anche il vincitore della nostra bandierina della settimana scorsa. Quindi rimanete all'ascolto, una buona sintonia con le trasmissioni di IBC. IBC. IBC, Italian Broadcasting Corporation, trasmette Panorama Onde Corte, programma di X di notizie, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle onde corte. Greatest.